Hallo ihr Lieben, heute ist der große Tag, an dem ich mein Klassenzimmer einräume, beziehungsweise umräume, wie auch immer. Ich wechsle tatsächlich das Klassenzimmer. Ich habe zwar noch meine Klasse, also meine Neuntklässler werden zu Zehntklässlern, aber wir müssen unser Klassenzimmer verlassen. Und ja, da wollte ich euch heute mal mitnehmen und euch zeigen, wie es vorher aussah, was ich mir so bei gedacht habe und wie es vor allem danach aussieht. Trotzdem möchte ich noch ein paar Worte mal gerade vorwegschieben. Das wird hier keine phänomenale Veränderung in diesem Klassenzimmer sein, einfach weil es kein Grundschulklassenzimmer ist. Das sind Zehntklässler und ich glaube, die haben ein Recht auf einen Ort, der sich gut eignet zum Lernen und zum Arbeiten, und die brauchen keine bunten Wimpelketten. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Sachen da einfügen und ja, ein bisschen schön einfach gestalten. Und ich habe aber auch noch ein paar Probleme mit dem Klassenzimmer. Also mit der Sitzordnung muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Ich habe auch Regale, die schon nach Unordnung auch nur so schreien. Und generell habe ich nicht so wahnsinnig viel Platz in dem Klassenzimmer. Plus ich möchte auch noch den Vorraum gestalten. Das seht ihr dann, wenn wir in der Schule sind gleich. Und das gestaltet sich im Moment alles noch. Ja, in meinem Kopf habe ich eine Vision, aber in der Realität weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das umsetzen möchte. Und ja, ich habe schon ein paar Sachen zu Hause vorbereitet, sowas wie Schilder für die verschiedenen Dienste, beziehungsweise habe sie mir von Lehrermarktplatz schon runtergezogen und ein bisschen angepasst. Und ja, jetzt schauen wir mal in der Schule, wie das Ganze aussieht. Ich werde dafür mit dem Fahrrad hinfahren, um euch auch einfach mal so einen zeitlichen Überblick zu geben. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich denke, bis ich in der Schule bin, ist bestimmt 1 Uhr. Und dann hoffe ich, dass ich nur 2-3 Stunden brauche, bis dieser Klassenraum fertig ist. Weil so wahnsinnig viel soll es echt nicht zu tun sein. Aber gut, schauen wir mal. Ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt, die unbedingt anders laufen sollen dieses Jahr in meinem Klassenzimmer. Eine Sache ist das Thema Ordnung. Ich weiß, ich bin sehr pedantisch, wenn es um Ordnung geht. Also wirklich, ich bin die Person, die euch die Haustür aufmacht und sagt, sorry, ich habe nicht aufgeräumt, und ist alles aufgeräumt. Ne? Also ich weiß, ich bin da sehr anstrengend in der Hinsicht. Ich glaube, man sieht es auch so an der Art, wie ich arbeite. Aber das möchte ich auch im Klassenzimmer haben. Und das hat letztes Jahr überhaupt gar nicht funktioniert. Und dieses Jahr werde ich da ein bisschen härter durchgreifen. Und vor allem werde ich ein Belohnungs- bzw. auch eben Bestrafungssystem einführen, wenn diese Ordnung im Klassenzimmer nicht gegeben ist. Das zeige ich euch aber alles vor Ort, wie dieses System genau aussieht, wie ich mir das so vorstelle. Und ja, ansonsten, ich möchte einfach, dass die Schüler Räume haben zum Lernen. Also wirklich, dass alles um sie herum so optimal gestaltet ist, dass sie sich hinsetzen können und lernen. Mal schauen, wie das funktioniert. Mein Klassenzimmer ist nicht so optimal, aber das schauen wir gleich uns mal an. Ansonsten muss ich sagen, technisch ist mein Klassenzimmer nicht ganz so gut ausgestattet wie mein altes. Ich hatte in meinem alten gerade am Ende jetzt ein richtig gutes, schönes neues Board. Im Moment habe ich in dem neuen Klassenzimmer nur eine ganz klassische Tafel und einen Overhead-Projektor. Ich habe mir eine Dokumentenkamera mitsamt Beamer und Leinwand gewünscht. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr umgesetzt wird, aber mal schauen. Dafür hat mein Klassenzimmer andere ganz tolle Vorräume? Nein, es hat Vorräume, aber es hat vor allem Vorteile. Also mein Klassenzimmer hat ganz tolle Vorteile, die ich euch gleich zeige. Also jetzt genug geschnackt, ich steige auf mein Fahrrad und wir sehen uns dann gleich in der Schule wieder. So, hallo aus der Schule, ich bin jetzt da. Ich bin tatsächlich nicht mit dem Fahrrad gefahren, weil ich gemerkt habe, dass ich noch eine riesen Tasche zu Hause hatte, die eigentlich auch voll ist mit Schulkram und Sachen, die ich aus dem Klassenzimmer genommen habe. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal den Klassenraum und mal schauen, was wir machen. So, man kommt hier rein und ihr seht, das Klassenzimmer ist nicht allzu groß. Wir haben ein schön großes Fenster da hinten, aber das bedeutet auch, dass es sehr heiß wird. Hier hinten diese Regalwand ist im Prinzip der Bereich, wo die Schüler ihre Sachen hinstellen können. Und wer sich jetzt fragt, was diese silbernen Teile hier oben sind, das ist, damit die Ordner nicht umfallen. Aber ich denke, ihr seht das ähnlich wie ich, dass das schon aussieht nach Chaos pur. Da muss ich mal überlegen, ob jeder Schüler irgendwie einfach oben und in der Mitte bekommt. Wir sind 18 Schüler, ich muss das mal durchzählen. Genau, von hier sieht man jetzt auch nochmal. Und wie ihr seht, wir haben nur eine ganz klassische blaue Tafel hier vorne und eben genug Fläche für ein Overhead. Und da hinten ist unser Waschbecken mit noch ein bisschen Schrank. Und das hier, das ist glaube ich auch Chaos pur. Da ist auch noch ganz viel Krempel drin, mit dem ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ich machen soll. Und das sind so meine großen Problemfelder, weil da wird garantiert, dass es zum Schluss so aussehen. Zum Beispiel Kindersitze, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber gut, dann machen wir jetzt mal Ordnung. Und wer diese Zwischentüren gesehen hat, sehr aufmerksam. Ich werde gleich mal erklären, was genau damit auf sich hat. Die Sitzordnung, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Die Tische stehen im Moment immer ein bisschen auseinander. Ich persönlich bin in der 10. Klasse kein Fan von Gruppentischen.
Und auch ein U finde ich absolut schädlich für die Haltung. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Allerdings sehe ich, mir fehlt noch ein Tisch. Obwohl, ich glaube, wir sind nur 18. Nee, da müsste es reichen. So, jetzt zeige ich euch aber mal, wofür die Zwischentüren sind. Dafür müssen wir aber kurz nochmal aus dem Klassenzimmer raus. So, ich stehe jetzt quasi hier an einer dieser Glastüren. Die führt hier rein und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt hier nochmal ein abgeschlossener Bereich mit ganz vielen Türen. Und diesen Raum, der ist quasi nur für die 10-Klässler. Also die haben hier an der Seite genug Platz, sich hinzusetzen. Ich möchte auch hier oben drüber wie so eine Art Kalender, so einen Wandkalender machen, wie so einen Zeitstrahl, dass die wissen, was im Schuljahr alles los ist, denn hier sind nur wir 10-Klässler. Und tatsächlich ist so, dass hier in dem Büro, dort wo bitte Ruhe dran steht, das ist ein Lernbüro und da sind ganz viele Einzelarbeitsplätze. Dann kommt mein Klassenzimmer und dann gehen wir mal in den nächsten Zwischenraum. Wenn ich jetzt in diesen nächsten Zwischenraum reingehe, habe ich hier auch nochmal so Gruppenarbeitsplätze. Auch nochmal ganz viel Platz, um Sachen abzustellen. Hier sind alle möglichen Bücher, die man so gebrauchen könnte. Und hier geht es tatsächlich weiter zum nächsten 10-Klasse-Zimmer. Also die haben auch Zugriff hier drauf. Und ich vermute, dass meine Klasse dann eher hier eben nebenan in diesem Lernbüro sein wird. Ich zeige euch das mal schnell. Allein, damit ihr so ein bisschen mehr das Konzept Gemeinschaftsschule versteht. So, hier versteht man vielleicht auch das Konzept Gemeinschaftsschule ein bisschen mehr. Im Moment stehen hier all die Bücherkisten noch, weil die Bücher ausgegeben werden. So, jetzt machen wir hier mal kurz Stopp, weil ich erkläre das Konzept Gemeinschaftsschule gerade gar nicht gut im nächsten Teil. Im Prinzip wollte ich eigentlich nur sagen, ein Teil der Gemeinschaftsschule ist es, dass verschiedene Phasen in verschiedenen Räumen stattfinden. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Input-Phase, die vor allem lehrergeleitet ist und in der man sich meist im Klassenzimmer aufhält. Und dann gibt es eben auch Gruppenarbeitsphasen und Partnerarbeitsphasen und eben auch Einzelarbeitsphasen, die in verschiedenen Räumen stattfinden können. Dieser Raum hier eignet sich zum Beispiel optimal für die Einzelarbeit, aber die Theke hinten ist auch super für die Gruppenarbeit. Das seht ihr gleich nochmal. Und das ist eben recht einzigartig an der Gemeinschaftsschule, dass wir wirklich anfangen, aus dem Klassenzimmer rauszugehen und je nach Phase in verschiedenen Räumen arbeiten. Aber uns fehlt zum Beispiel gerade aktuell sehr, sehr viel Platz. Das heißt, wir können dieses Konzept gar nicht in allen Klassenzimmern umsetzen. Und so geht es leider noch vielen Gemeinschaftsschulen. Aber ich denke, wenn da endlich mal genug Platz und genug Geld da ist, um das alles aufzubauen, wie das angedacht ist, ist das eigentlich eine richtig schöne Idee. Aber hier haben wir quasi Computerarbeitsplätze und ganz viele Einzelarbeitsplätze. Und da hinten um die Ecke, es geht ja noch weiter, haben wir auch nochmal wie so eine Art, ja, so eine Theke, ne, wo man was arbeiten kann. Und das ist einfach eine super Gelegenheit, hier zum Beispiel ihre Notebooks anzuschließen, dass die Schüler einzeln in Gruppen arbeiten können und sich ein bisschen ausbreiten können. Das ist so das Konzept der Gemeinschaftsschule, dass wir verschiedene Räume für verschiedene Lernphasen haben. Ja, ich bin jetzt etwas unschlüssig, was ich als erstes machen soll, denn mein Klassenzimmer sieht noch nicht so aus, wie ich das gern hätte. Ich weiß aber auch nicht, wohin mit dem Kram. Ich glaube, ich reiße jetzt erstmal alles noch von den Wänden, pack die Ordner irgendwo hin, auf jeden Fall raus hier. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Kindersitzen machen soll. Die gehören bestimmt jemandem, aber ja, ich räume jetzt erstmal alles raus und werde alles drucken, was ich schon vorbereitet habe. Und dann gebe ich euch nochmal ein Update. Hi, kurzes Zwischenergebnis. Es ist sehr warm hier drin. Ich habe jetzt schon die Rollläden runtergemacht, also das wird noch richtig lustig im Sommer. Ich habe jetzt alles mal rausgeräumt, was nicht meins ist, und schon mal ein paar Sachen hier eingeräumt. Ich zeige es euch. Ich habe eigentlich alles rausgeräumt. Das Einzige, was jetzt hier noch liegt, ist ein Ordner, der einem Schüler gehört. Ein Infoplakat zu unserem Trauerteam. Das hier ist die Hall of Fame, also die Schüler haben sehr viele Turniere über die Jahre gewonnen und das ist das Überbleibsel. Hier unten ist ein altes Klassenfoto, das hänge ich noch auf, Geodreieck, Zirkel und hier vorne liegen noch Polaroids, die sind noch von letztem Jahr übrig, die werde ich nachher hier reinkleben in die jeweiligen Fächer. Ich habe mich nämlich jetzt für Folgendes entschieden, ich weiß nicht, ob das klappt, aber hier die 18 Fächer, die jetzt hier sind, da bekommt jeder Schüler ein Fach für seine Hauptfachunterlagen, also Deutsch, Mathe, Englisch. Und ich klebe gleich immer oben drauf ein Namensschild. Hier drüben, das sind sogar mehr als 18 Fächer, aber hier bekommt auch jeder quasi nochmal ein Fach für seine Nebenfachsachen. Und da klebe ich dann auch jeweils ein Namensschild rein, dass sie wissen, welches ist. Dann will ich noch Namensschilder holen, um auf die Tische zu kleben. Und ich habe auf meinem Stick habe ich noch ganz viele Sachen, die ich jetzt aufklebe. Ja, aber ansonsten, ihr seht, ist noch nicht viel passiert. Das hier habe ich leider noch an der Tür. Da hat mal was geklebt und es geht nicht mehr ab. Also wenn ihr Tipps habt, wie sowas gut abgeht, erzählt's mir. Und dann habe ich noch, sehr random, aber die Blumen, für die habe ich keinen ordentlichen Platz. Also stehen sie jetzt da. Becher, falls die Schüler Durst haben. Handtuch, damit man die Becher einmal in der Woche spülen kann. Und ja, ich hole mir jetzt auch erstmal was zu trinken.
und druck alles aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist 3:15, wie ihr sehen könnt, mir ist ganz schön warm. Und ich bin mit dem Klassenzimmer fertig. Noch nicht mit dem, was ich draußen machen will, da will ich ja noch einen Kalender machen, aber hier drin bin ich fertig. Und ihr werdet gleich sehen, es ist nicht so wahnsinnig viel, was ich gemacht habe, einfach weil es 10 Klässler sind und ich nicht das Klassenzimmer zupflastern möchte. Ich möchte, dass Kollegen hier was aufhängen können, dass es eine recht sterile Atmosphäre ist, sage ich mal, also nicht so zugekleistert. Ja, der bunte Drucker ging nicht. Das heißt, eine Sache, die ich noch machen wollte, konnte ich nicht machen. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wo ich sie hingelegt habe. Ne? Ja, mal suchen. Ich habe es gefunden. Ich wollte eigentlich noch diese hier, die Türschilder an die Tür hängen. Die sind von Miss Doubtfire. Ich verlinke sie euch mal unten in der Infobox. Sie macht super coole Materialien auf Lehrermarktplatz. Und ihr kennt ja vielleicht diese Grundschulschilder, ne, wo drauf steht, wir sind Kämpfer, wir sind Träumer, wir sind was auch immer. Und die hier sind halt für die Großen. So, wir sind Klassenclowns, wir sind Schleimer, wir sind Einserschüler, wir sind Blaumacher, wir sind Schnorrer. Und eigentlich ist davon passt ganz gut auf meine Klasse. Und eigentlich wollte ich es schön bunt ausdrucken, aber ja, wie ihr sehen könnt, könnt ihr es... es kommt nicht so ganz gut durch, aber seht ihr diese schwarzen Schlieren? Ja, das sieht ganz furchtbar aus und deswegen verschiebe ich das jetzt und es kommt dann noch an die Tür, sobald der bunte Kopierer wieder geht. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal den Rest vom Klassenzimmer. Also wie schon vorher gesagt, hat hier jeder sein Fach für alle Nebenfächer. Da habe ich einfach ganz simple Namensschilder dran gemacht. Nichts Aufsehenerregendes. Genauso hier drüben, da hat auch jeder sein Fach bekommen und die passen auch dazu, wie die Sitzordnung ist. Denn ich habe die quasi immer nach Reihen dann angeordnet. Und auf den Tischen finden die Kinder dann jeweils ihr Namensschild, damit sie wissen, wo sie sitzen. Und diese To-Do-Liste. Ich kriege das nicht so ganz hin, dass die nicht so spiegelt. Also im Prinzip Deutsch, Mathe, Englisch haben sie hier. Und da können sie hier reinschreiben, welche Aufgaben zu erledigen sind. Wie lange sie dafür brauchen, beziehungsweise wann sie es machen wollen oder bis wann sie es machen müssen. Und hinten können sie abhaken, ob der Partner es kontrolliert hat. Noch ein Feld für sonstige Fächer. Sie bekommen bei uns hauptsächlich Lernzeitaufgaben in Deutsch, Mathe, Englisch. Und das hat jeder auf seinem Platz kleben. Und so hoffe ich, dass die Lernzeiten strukturierter sind, also unsere Hausaufgabenbetreuung. Ja, wie ihr sehen könnt, an der Sitzordnung habe ich soweit auch nichts verändert. Ja, hier am Regal habe ich sonst weiter nichts reingelegt. Hier sind die verschiedenen Dienste, also Tafeldienst, Abfalldienst und Klassenbuchdienst. Das sind die, die ich nutze. Die oberen, die ist hellblaue quasi, mitsamt Schrift und Bild, ist erstellt von Fräulein Kunterbund. Habe ich auch von Lehrermarktplatz. Ich verlinke euch alles unten. Und ich mag das nicht, dass das wöchentlich wechselt. Also habe ich immer längere Intervalle. Von Sommer bis Weihnachten, Weihnachten bis Ostern, Ostern bis Sommer. Und so teile ich die dann auf. Damit sollte ich eigentlich alle 18 Schüler unterkriegen in irgendeinem Dienst. Hier hat sich nichts weiter verändert. Das Teil hängt immer noch an der Tür. Ich habe auch hier noch nichts weiter eingeräumt. Ich brauche noch einen Nagel für die Uhr, die auch sowieso gerade nicht geht. Und hier habe ich jetzt noch meine Lernzeitregeln aufgehängt. Ich werde es ab jetzt so machen, dass sie in den Lernzeiten, also wenn sie ihre Hausaufgaben machen sollen, mit einem Partner arbeiten. Und zwar immer nur mit dem, dem sie zugewiesen sind. Das ist auch jetzt ihr Nachbar, so ist auch die Sitzordnung gestaltet. Dann füllen sie eben diese To-Do-Liste auf ihrem Tisch aus, kontrollieren sich gegenseitig, übernehmen auch Verantwortung füreinander und bleiben auch immer in dieser Partnerkonstellation. Um das Ganze ein bisschen zu motivieren, habe ich dieses hier noch eingeführt, beziehungsweise werde ich einführen. Ihr kennt es vielleicht als Student vs. Teacher, ist ein bekanntes Spiel. Ich habe jetzt das Rad nicht neu erfunden und im Prinzip können die Schüler Punkte sammeln oder ich. Die Schüler kriegen Punkte, wenn sie effektive Lernzeiten haben, keine negativen Klassenbucheinträge und Ordnung im Klassenzimmer. Dafür kriegen sie einen Punkt. Ansonsten geht der Punkt an mich, das trage ich dann jede Woche hier unten, wird dann eben ausgemalt, wer einen Punkt bekommen hat. Und das sind ihre verschiedenen Belohnungen, die sie je nach Punkteanzahl bekommen. Und ja, weil Berlin so das große Ding dieses Jahr ist, die freuen sich alle tierisch auf unsere Klassenfahrt nach Berlin, ist das natürlich auch mein größtes Druckmittel. Und sie freuen sich auch darauf, nachmittags und abends mal Freizeit zu haben. Die wird dann eben gestrichen. Und ich hoffe, dass dadurch die Lernzeiten ein bisschen strukturierter laufen. Ja, das ist soweit mein Klassenzimmer. Ihr seht, ich habe es sehr spartanisch gehalten und wirklich nicht viel geändert, aber trotzdem saß ich jetzt 2,5 Stunden hier oder so, weil es dauert einfach, laminieren, kleben und so weiter. Ich habe, glaube ich, eine ganze Tesarolle leer gemacht. Und ja, jetzt steht noch das Großprojekt an, nämlich draußen den Wandkalender quasi machen, denn es sind so viele Termine im Schuljahr, dass ich möchte, dass die Übersicht behalten, vor allem auch, wenn es an die Prüfungen geht und ja, mal schauen, wie ich das umsetzen kann. Ich habe jetzt auch keine Leiter, der Hausmeister ist nicht da. Also ich habe, glaube ich, den schlechtesten Tag ausgesucht, um irgendwas zu machen. Kopierer kaputt, Hausmeister nicht da, Sekretärin nicht da, ich bräuchte dringend Tesa.
Ich schau mal, was ich jetzt noch mache, überlege mir mal, wie ich das draußen umsetzen kann. Aber ja, hier drin wird nichts weiter geschehen, das wird so blank bleiben. Das Einzige, was ich zu Beginn des Schuljahres noch mache, ist, dass ich jedem Schüler einen kleinen Stundenplan auf den Tisch klebe, weil vorher hatten wir einen im Klassenzimmer hängen, aber hier ist der Platz nicht dafür da. Also es wäre, ja, wir müssen so irgendwo in der Ecke quetschen und das, nee, lassen wir lieber. Deswegen kriegt jeder noch auf seinen Platz einen kleinen Stundenplan. Und ja, ich denke, das war es dann auch soweit und ich zeige euch nachher noch mein Endergebnis draußen. Und endlich ist auch hier draußen alles fertig. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich die Monate auf gelbe und blaue Zettel geschrieben habe und hier unten drunter dann jeweils mit dem Datum die wichtigen Termine. Das sind vor allem jetzt die Prüfungstermine. Das ist halt alles, was für die Zehntklässler absolut wichtig ist. Ich möchte das übersichtlich halten und den Schülern auch immer verdeutlichen, wo wir gerade sind. Deswegen, ich glaube, ich werde noch irgend so einen Pfeil basteln oder so, der anzeigt, wo wir gerade ungefähr sind. Und da kommen aber noch ganz viele Termine dazu. Deswegen fand ich, war das jetzt irgendwie die einfachste Möglichkeit, noch Sachen hinzuzufügen. Und damit bin ich jetzt auch fertig. Ist jetzt kurz vor 5 und für mich dann auch echt Zeit zu gehen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist meine Türdeko und eben draußen der Pfeil. Aber ansonsten, wie gesagt, ich lasse das Klassenzimmer jetzt so. Außer die Stundenpläne, die mache ich auch noch. Aber das war's erstmal und damit ist meine Planung für heute abgeschlossen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Klassenraum sagt. Wie gesagt, es ist nicht so aufregend wie jetzt ein Grundschulklassenzimmer und es hat nicht so viele Facetten, aber ich dachte, die 9-10-Klässler bzw. generell so diese Mittelstufe, die wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, wenn man mit denen nicht mehr so schön basteln und spielen kann. Aber wir brauchen ja trotzdem Lösungen dafür und ich hoffe, dass euch das ein paar Ideen gegeben hat, was man mit dem Klassenzimmer machen kann, bzw. was alles keinen Sinn macht. Und ich freue mich auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche tollen Ideen, was hier noch unbedingt rein muss. Und ja, ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut.